Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS22 im Creek Projekt. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir sind hier wirklich gut dabei, ne? Muss ich ja mal so sagen, wie es ist. Denn wir sind hier mit unserer XXL-Mission noch zugange, aber schon im fortgeschrittenen Zustand, will ich mal sagen. Denn wir sind schon am Ballenpressen. Und haben tatsächlich schon einen Ladewagen zum Verkauf da geschickt. Ja, gucken wir mal. Der ist nämlich auch schon gleich da, ne? Wenn wir da, können wir da mal uns reinsetzen. Zack. Guck mal, wir sind schon quasi da gleich. Also nicht. Achso, nee, doch. Er muss hier noch, hier ganz noch hoch. Ich dachte, hier wäre das. Nee, aber dann hat er noch ein bisschen. Dann können wir hier auch wieder weiter Ballen pressen. Ja, und wenn es dir gefällt, lass mir doch liebend gern ein Däumchen da, kostet ja zum Glück nichts, oder abonnier den Kanal, um nichts weiter zu verpassen, kostet genauso wenig und wäre natürlich eine coole Sache. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge hier, ne? So sieht's nämlich aus. Eieiei, ey. Ja, ein paar Bahnen haben wir tatsächlich noch, aber wir haben auch schon gut was geschafft. Guck mal, die ganze Ecke da ist schon leer. Denn da haben wir schon die Ballen runtergenommen. Also voll in Ordnung, ne? Voll in Ordnung. So. Sieht es aus, Freunde. Jetzt muss der aber auch gleich eigentlich mal angekommen sein, der Kollege. Jetzt muss der Kollege eigentlich gleich mal angekommen sein. Da schauen wir uns gleich nochmal an hier. Machen jetzt da nochmal zu Ende und dann wechseln wir mal rüber, denke ich mal. Hier können wir noch rein in die Bahn hier. Sieht zwar fast eigentlich gar nichts, aber ist okay. Ist okay. Ah ja, guck mal, er ist fertig. Dann gehen wir mal da kurz rüber. Hier ist er. Okay. Gut, dann können wir erstmal hier reinfahren. Ja, ja, jetzt wird's wild, Freunde. Jetzt wird's wirklich wild. Ich hoffe, dass das hier auch ist, ne? Weil nicht, dass wir nachher die Ballen woanders abladen müssen. Wäre auch Käse. Wäre auch unnormal Käse. So. Und ich hab's fast geahnt. Ich habe es fast geahnt. Scheißendreck. Na gut, dann müssen wir die nochmal aufsammeln, alle. Schön. Schön, schön, schön. Nee, du kannst mal ausgeklappt bleiben. Geil, ey. Oder ja, nichts, ne? Hätte ich mir aber auch eigentlich denken können, weil hier ist extra ein Silo. Na gut, dann sammeln wir hier mal fleißig die Ballen nochmal ein und stellen sie darüber. Ich glaube, das wäre der bessere Weg gewesen, oder? Sag mal ehrlich. Ich glaube, das wäre der bessere, die bessere Auswahl gewesen des Ganzen hier. Aber naja, gut. Was willst du machen, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Dann sammeln wir jetzt hier nochmal die Dinger ein. Guck mal, die stehen ja auch alle noch stabil hier. Wackeln zwar ein bisschen, aber über den Rest wollen wir hier heute mal nicht sprechen, ne? Über den Rest wollen wir hier einfach mal nicht sprechen. Oh Mann, das fängt ja schon wieder richtig hervorragend auch an. Und jetzt kippt er gleich um. Pass auf. Noch steht er. Oh mein Gott. Na komm, jetzt kann aber auch eigentlich nicht mehr viel passieren, oder? Sag mal ehrlich. Na ja, gut, okay, passt. Passt schon. Passt schon. So, nimm die Balle da am besten weg, damit sie da nicht irgendwie. Ja, okay. Von hier aus bleibt sie auch da liegen. Kann ich auch mit leben.
So, und dann nehmen wir die noch. So, und jetzt ist die entscheidende Frage. Soll das jetzt hier hin? Also ich hoffe ja, ne? Also nicht, dass ich jetzt nochmal los muss. Warte mal. Weil der Trigger ist ja da. So, hier vorne. Hier vorne ist ja nichts. Hier vorne ist nichts. Geil wäre natürlich, wenn ich ihn hier mal schnell irgendwie nehmen kann, aber ich würde sagen, hier. Ja. Wunderbar. Sehr schön. So, dann schieben wir den von da hinten nochmal rüber, wenn das geht. Und guck mal, zack, 40%. Gleich mal auf 40% erhöht. Und jetzt komme ich hier nochmal mit einem Ballen dazu. Hoffentlich geht das. Oh, jetzt muss ich den echt einsammeln, oder was? Auch nicht erzählen. Warte mal. Muss ich ja wieder umdrehen, den Vogel hier. Dann schmeißen wir den da auch noch hin. Einfach mal 43%. So, das heißt, 55 haben wir insgesamt jetzt. Okay. Damit lässt sich doch auch arbeiten eigentlich. Oh, damit lässt sich doch eigentlich arbeiten, jetzt an der Stelle mal gesagt. Dann lasse ich den jetzt aber auch wieder hier rüberfahren, weil es bringt mir nichts. Stopp erstellen. Laden. Und wir können hier weiter Ballen pressen, weil wir brauchen ja auch noch ein paar. Das ist ja jetzt nicht so. Was haben wir denn jetzt? Okay, den zweiten Hänger haben wir eigentlich gleich voll, ne? Den zweiten Hänger hätten wir tatsächlich gleich voll, aber ich mach noch mal ein bisschen hier, mach noch mal ein bisschen weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den anderen einen weiteren auch noch bräuchten. Weil das macht sonst nicht wirklich viel Sinn, ehrlich gesagt. So, er fährt jetzt langsam los. Ja, er ist auf unterwegs. Er ist unterwegs und in der Zwischenzeit können wir hier, glaube ich, noch gut ein paar Bahnen schaffen. Das ist ja auch richtig und wichtig, wie man ja aktuell so sagt. Ach, schön. Schön ein bisschen Ballen pressen. Zwar Quaderballen, aber Ballen. Wenn jetzt hier noch ein paar überbleiben würden, ne? Freunde, das wär's. Ja, das habe ich ja bereits schon in den letzten Folgen auch gesagt. Und ich hoffe ja auch, dass wir langsam dann auch mal mit der Mission hier fertig werden, weil ich glaube, wir sind jetzt schon echt sehr lange dabei. Aber es ist auch nicht schlimm, ne? Wir haben ja eh auch sonst eigentlich nichts anderes auf unseren Feldern zu tun, so, ne? Also von daher bleibt uns ja eigentlich nur Missionen zu machen. Also machen wir das, ne? So, er ist auf dem Weg zwischen Feld 26 und 25. 25, 26. Also ist der Helfer Fahrer auch bald allmählich bei uns. Dauert natürlich aber noch, auch noch ein kleines bisschen.
So. Die Frage ist natürlich, wenn ich da jetzt schon die Meldung bekomme, ne, wegen dem Gras, habe ich, glaube ich, nicht gute Chancen, um das da noch wegzumähen, ne? Weil dann glaube ich nicht, dass das halt, sage ich jetzt mal, nicht funktioniert, weil das halt nicht mehr zur Mission gehört, ne? Das wäre ja auch sonst vielleicht auch ein bisschen zu einfach, das Ganze. Aber mal schauen. Ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wenn jetzt hier Quader-Heuballen liegen bleiben, ne? Dann sage ich da natürlich auch nicht nee zu. Also, wer wäre ich denn dann? Wer wäre ich denn dann? So. Hier wollte ich einmal ganz, ganz schnell gucken. Das ist nur Grasballen. Einmal sind das nur Grasballen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlecht. Er ist gleich da. Kommt jetzt gerade die Straße runter. Okay. Na, dann schaffe ich noch eine Bahn vielleicht. Dann schaffe ich vielleicht noch eine Bahn. Ich lasse das mal so offen. Dann sehe ich ja, wenn er kommt, weil da ist ja auch das Ziel markiert. Dann würde ich theoretisch ja sehen, wenn er da ist. Ja, dann schauen wir mal, ne? Dann sammle ich nochmal Bahnen ein. Noch ist er bei den Bahnschienen. Auf Wetten, er muss da jetzt warten, weil die Bahn kommt. Oh, oh. Hoho. Ich glaube, er hat Vorfahrt vor der Bahn. Weil die Bahn auf einmal langsamer wurde. Ja, er fährt einfach vor der Bahn da rein, ne? Der Schwede. Bester Mann. Bester Mitarbeiter aller Zeiten. Einfach die Bahn stehen gelassen. Okay, der Helfer ist am Start. Dann switchen wir da mal eben hin. Dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal Ballen ein. Sammeln wir erstmal noch mal ein paar Ballen ein. Und dann schauen wir mal, wie viel wir dann haben, wenn wir alle Ballen oder zumindest noch einen Anhänger weggebracht haben. Vielleicht reicht das ja schon, man weiß ja nicht, ne? Kann ja sein. Könnte ja sein. Hier liegen echt noch einige Ballen. Alter Schwede. Hier habe ich ja richtig Vollgas gegeben, oder? Hohoho. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Ah, 7. Brauchen wir hier aber noch. Ein paar brauchen wir noch. Oh, dann nehme ich da hinten nochmal eine mit. Ich nehme das jetzt Reihe für Reihe, damit ich auch ja erstmal, sag ich mal, nichts vergesse. Okay, perfekt. Vorbeigefahren ist auch gar nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Auch nicht gut. Den noch hier mit. Ja, guck mal. Eigentlich nur noch einen, ne? Nehmen wir den da hinten. Nehmen wir den da hinten.
So. Toll sind wir. Würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal die Tour. Dann fahren wir jetzt mal die Tour eben selber. Ich glaube, dann sind wir vielleicht ein Ticken schneller auch am Ziel. Mal schauen. Schnell bevor die Bahn kommt. Und dann ballern wir das nochmal weg. Und dann hoffe ich, dass die Mission vorüber ist. Und wir auch. Wie weit muss ich denn jetzt überhaupt? Ich muss ja da ganz oben hin, ne? Ja, guck mal, vor allem ich fahre 70 mit dem Ding. Wieso ist er vorhin nur 25 gefahren? Ach so, wahrscheinlich, weil der Tempomat noch auf 25 steht. Huch. Ja, reden wir nicht drüber, Freunde. Reden wir einfach nicht drüber. Passt schon. Oh Gott. Wundere mich schon, warum ich auf einmal die Tour so schnell fahre. Ja, moin. Ja, moin. Aber gut. Profi. Profi muss man sein. So, fahren wir noch mal hier nach oben. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ich fahre mal hier durch den Hintereingang. Kann ja schon mal Z machen. Ein Stück nach vorne und dann Abfahrt. So, weg damit. Und? 71%? Ne, 89. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch eine Fuhre machen, denke ich. Dann haben wir es. Eine Fuhre noch, Freunde. Ich dachte, ich bin jetzt durch. Mann. Naja gut, aber dann machen wir halt noch eine Fuhre und dann sind wir auf jeden Fall am Ziel, Freunde. Oh, das wird nice. Also das heißt, im Umkehrschluss, glaube ich, heißt das, dass die Ballen, die wir jetzt da noch liegen haben, sollten dann eigentlich reichen. Beziehungsweise, nee. Nee, da müssen wir noch ein paar mehr machen, tatsächlich, glaube ich. Ein paar müssten wir noch mehr machen. Guck mal, das machen wir jetzt nochmal schnell. Das gucken wir uns jetzt nochmal eben an. Wir sind ja schon quasi gleich da. Soweit ist es ja zum Glück nicht mehr. Aber das interessiert mich ja jetzt nochmal eben. Dann wird das halt eine kleinere, längere Ausgabe. Eine kleine, lange Ausgabe. So. Immerhin fahr ich 70, 73 und nicht 25. Also, ich bitte dich. Wäre ich vorhin 25 die ganze Zeit gefahren, dann hätte ich die Tour auch jetzt noch nicht zu Ende gebracht, ne? So ein Ding ist das nämlich. So. Wie viele Ballen haben wir denn hier noch? Hier gleich rausmachen, den Aal. So, dann nehme ich die Balle. Das wäre ja brutal, wenn wir da den ganzen Rest hier halten dürften, theoretisch gesehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Da muss ich noch ein paar pressen. Müssen jetzt hier 8 sein. 5, 6, 7, ja, 8 Stück. Fehlen ja nur noch ein paar. Acht.
8 Stück, wunderbar. Klaue ich mir gleich den 9. nochmal hier aus der Ballenpresse raus. Dann fehlen nur noch 5, ne? 9. 5 Stück noch. 5 Stück noch, Freunde. Auf geht's. Auf geht es. Na komm, den machen wir noch schnell voll, oder? Den machen wir noch schnell voll. Dann haben wir es auch geschafft. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge den Eigenbedarf machen. Dann können wir in der nächsten Folge den Eigenbedarf starten. Okay, so, einer. Dann kommt da der zweite. Eigentlich auch. Oder wie viele haben wir jetzt? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Das ist gar nicht mehr. Bitte. Bitte. Das ist jetzt hier der dritte, ne? Ja. Dritte. Vierte und das ist der fünfte gibt. Oder? Komm, die Bahn fahren wir noch zu Ende. Scheißegal. Dann nehmen wir halt einen ganzen Ball, eine ganze Balle mit und die packen wir dann zu den Schafen. So, Z. So, da haben wir nämlich zwei Ballen noch extra. So, dann fahre ich mal das zur Seite. Dann gehen wir hier in den wieder rein. Dann bin ich mal gespannt. 1, 2, 3, 4, 5, ja, eine zu viel, ne? Wie ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, eine zu viel. Aber egal. Besser zu viel als zu wenig. Die Frage ist, vielleicht machen wir wirklich die Quaderballen jetzt hier noch. Einfach aus dem. Ja, oder? Ja, eigentlich ist es egal. Eigentlich können wir auch Rundballen pressen. Boah, wie nice ist denn das, bitte sehr? Ich hoffe, dass das jetzt ausreichend ist. Weil dann können wir hier wirklich noch 1, 2, 3, ja, 4 Schwad für uns benutzen. Mega nice. Gut, aber das würde ich sagen, Freunde, machen wir in der nächsten Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir lieben gern ein Däumchen da. Ja, und schaltet auf jeden Fall auch in der nächsten Folge ein. Ich bin ein bisschen gehypt und freue mich, dass wir so langsam am Ziel hier sind. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gern ein Däumchen da. Checkt die Videobeschreibung ab, auch für meine Partnerlinks, für Giants, ne, um euch den LS zu kaufen und auch günstig zu kaufen und mich auch zu unterstützen, natürlich ein bisschen dabei. Und ja, ansonsten kommt auch gerne in den Community Discord und dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es weitergeht hier im LS22, vielen Dank fürs Dabeisein, macht es gut, haut rein, euer Bauer, ciao, ciao.